Alle Jahre wieder, sorgte Christbaum vor dem Rathausplatz für Diskussionsstoff. Er schaut ja gar nicht so schlecht aus heuer. Er schaut ein bisschen zerrupft aus. It's green. It's tall. Manchmal denke ich, manchmal ist das, kann das auch ein Affront gegen Wien sein, dass man keine schönen Bäume aussucht. Sehr schön, weil es etwas Traditionelles ist. Ich finde, er ist ganz gut gelungen, geht nicht zu sehr in die Breite, ist schön hoch. Ah, ist sehr schön heuer geworden. It's quite nice. It's nothing special, but it's quite nice. It's not decorated yet, so I guess you'll be decorating it. Aber aus welchem Bundesland kommt der Christbaum in diesem Jahr? Er schaut vielleicht niederösterreichisch aus. Tirol vielleicht? Burgenland? Oder Steiermark? Genauer gesagt aus der obersteirischen Marktgemeinde Admont. Und wie alt ist der diesjährige Rathaus-Christbaum? Vielleicht 100 Jahre? 15 Jahre oder sowas. Ja, da er recht hoch ist, schätze ich schon älter. Wird er 80 Jahre alt sein? 50 Jahre alt. 90 Jahre, keine Ahnung. Ganze 130 Jahre hat der Nadelbaum auf dem Buckel. Es handelt sich dabei um eine Blautanne. Meine botanischen Kenntnisse sagen, es ist vielleicht eine Fichte. Und wie hoch ist die Fichte vor dem Rathausplatz? 40 Meter. 35, 40 Meter. 50 Meter. 35. 30 Meters. I'll go 40. Ich würde so sagen, vielleicht 30 Meter. Stolze 28 Meter misst die steirische Fichte. In diesem Jahr soll es keine Corona-Maßnahmen auf Wiens Christkindlmärkten geben. Aber ist das vernünftig? Es wird sich die Stadt Wien sicherlich ein Sicherheitskonzept überlegt haben. Und wenn das die Entscheidung war, sehe ich das so, wie es vereinbart wurde. Ich habe da keinerlei Bedenken. Wenigstens sollte man in der Masken tragen. Man weiß ja, dass sowieso wieder alles steigt, aber den Leuten ist ja das ganz wurscht. Ja, also ich denke, ich meine, es ist in der freien Luft und wenn man genügend Abstand hält und jetzt nicht sehr mit fremden Leuten zusammen ist, dann denke ich, geht das in Ordnung. Die meisten sind geimpft, es ist vorbei. Und wer will, der kann da Maske tragen, wer nicht, der muss keine tragen, ist gut. Aber man sollte natürlich immer Abstand halten, sich auch ab und zu die Hände desinfizieren und halt eben auch immer bedenken, dass Corona noch da ist. Ich denke, da ist es gut vertretbar, vor allem, da es an der freien Luft ist. Ich sehe es als draußen gut an, dass es keine Corona-Maßnahmen gibt, weil ich finde, draußen ist es die Ansteckungsgefahr um wesentlich geringer. I think it's a good thing. It's nice to try and get back to normal. And the COVID restrictions aren't nice and they constantly reinforce the pandemic. So it's a good thing. Yeah. Yes, good to be out of COVID. Und wenn man sich schützen will, kann man natürlich immer die Maske aufsetzen. Davon kann man eh nie abraten, weil es ist ja ein Selbstschutz. Und wenn ich starke Angst vor Corona habe, dann muss ich eben große Ansammlungen melden. Eine Neuerung beim Christkindlmarkt am Rathausplatz gibt es dennoch. Weniger Stände, aber dafür mehr Freiflächen. Ja, also ich glaube auch, dass es gut, dass man halt mehr Freiflächen hat und weniger Stände. Ja, da geht das sicher mit dem Abstand halten auch besser. Also ist sicher auch eine sehr gute Idee, dass man dem da entgegenkommt. Weil die Bewegungsfreiheit eine andere ist und dieses Gedränge, die Schieberei, ja, von hinten nach vorne und sich durchkämpfen müssen. Manche machen das dann vielleicht mit Ellbogentechnik, ja. Ich weiß, dass die Standmieten sehr hoch sind, dementsprechend vielleicht wurden sie nicht besetzt und es ist deswegen so gewählt worden, aber im Endeffekt wird das schon so passen. Also man hat ja immer einen schönen Christkindlmarkt, von dem her passt das gut. Also aber was ist dann besser, mehr Platz zum Bewegen oder mehr Stände zum Schauen und Einkaufen? Ich würde sagen, was ganz anderes, und zwar gute Stände und der Platz zum Bewegen ist sowieso vorhanden. Also egal, ob jetzt mehrere Stände sind oder weniger. Aber wenn eben nicht die nötigen MarktbesitzerInnen da sind, dann ist es natürlich nicht möglich. Und ist es trotz Energiekrise legitim, die Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten? Also Sie haben schon gesagt, dass es LED-Lampen sind. Dementsprechend sind ja die Energiekosten eh schon reduziert. Es hat halt auch etwas Schönes. Aber ich bin jetzt dagegen, weil jetzt wir es doch ein bisschen sparen sollen, damit man so ein riesen Leucht im Wend schon wieder macht. Diese Powerbeleuchtung, so wie man das die letzten Jahre hatten und auch wie manch Häuserbesitzer sich da zugemüllt hat mit Glühbirnen und so weiter, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, das ist ja quasi auch ein Tabu irgendwo. Man setzt dann Zeichen in die falsche Richtung oder man setzt das Zeichen, dass man überhaupt nichts verstanden hat. Hopefully they're low energy lights, I would think. So maybe it's not too bad. Need to have some of the Christmas spirit.
I suppose it depends who pays for them in the end. Ich denke, dass man die Beleuchtung jetzt nicht so stark machen sollte wie in den vergangenen Jahren. Ich denke, dass wir ein bisschen mehr zum Ursprung wieder zurückgehen sollten. Ich weiß nicht, zum Beispiel in Mariazell, glaube ich, wollen sie es heuer auch so machen, dass man mehr wieder auf Kerzen und so setzt. Ich denke, es ist sehr schön in einer Zeit wie Weihnachten, wo es ja eher dunkel und so ist, dass man vermehrt wieder Kerzen und so verwendet, anstatt von Elektrolichtern zum Beispiel. Das fände ich eine sehr gute Alternative. Zum Beispiel Silberstreifen, wo das flimmert halt oder so. Man könnte es sicher anders beleuchten, muss ja nicht alles mit Intensivstrom sein. Ne? Mit natürlichem Licht, auch so ein bisschen noch von früher, diesen Zeitgeist. Und es ist natürlich auch billiger, weil der Strompreis ist sehr hoch. Und ich schätze, das ist ein Kompromiss, den man machen kann. Man könnte natürlich auch alles abdrehen. Es ist irgendwie auch eine Abwägungssache. Also man sollte nicht auf alles verzichten, aber ich fände es natürlich gut, wenn man verglichen zu den letzten Jahren vielleicht die Lichter ein bisschen reduziert und generell so reduziert, dass es trotzdem noch schön aussieht, aber natürlich auch einfach im Hinterkopf hat, diese Krise, die wir haben. Wenn man in die Arbeit geht, und das gehe ich jeden Tag, wenn ich vorbeigehe und dann irgendwelche süßen Beleuchtungen sehe oder heute zum Beispiel, da drüben gibt es so kleine Pakete, also die riesig sind, aber mit Gesichtern, dann freut mich das auch als Erwachsene und ich glaube, dass das halt mehr ein Kulturbrauch ist. Aber natürlich in Zeiten der Energiekrise ist das natürlich auch mit einem eben das Schöne, das lachende Auge, aber auch ein weinendes Auge, das wirklich zu betrachten.